Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Point Hospital. Uns fehlt hier gerade ein netter Psychotherapeut. Ah, wir haben keinen, aber wir haben hier den hier. Positive Energie. Okay, einmal der hier. Okay, wir haben das geschafft. Wir brauchen mehr Hausmeister, vor allem welche, die Geister jagen können. Motiviert, Helfer in der Not. Ja, gerne. Ich habe euch allen gerne Nadeln in den Arm gerammt. Hier. So, dann brauchen wir ein paar Bänke, würde ich mal sagen. So, perfekt. Und da machen wir jetzt so Getränke und so. Wir haben doch noch mehr zur Auswahl. Komm, wir lösen mal ein paar Kudosch ein. Ja, wir haben jetzt mehr Hausmeister. Chill einfach mal. Gott, Drachen kann ich hier bauen. Gibt's ganz viel neues Zeug. Spielautomat. Okay, hier gibt's gar keine anderen Snackies. Okay, jetzt brauchen wir doch kein Auflösungs... Ein Hotdog-Kiosk, süß. Ich glaube, ich mache einfach so ein Fresszimmer. Das würde echt zu mir passen. Ich bin in letzter Zeit so verfressen. Ich habe einfach... Kennt ihr diesen Sandwich-Maker, wo man so Toast reintun kann? Und dann kriegt man so zwei Sandwiches aus zwei Toast raus. Ich habe so ein Ding. Und ich habe einfach vorgestern 10 Stück gegessen. Seitdem werde ich als sehr verfressen bezeichnet. Wieso wohl auch. Auf jeden Fall, ich esse in letzter Zeit übelst viel. Das ist halt echt heftig. Und ich nehme zum Glück nicht zu. Das ist ein Vorteil. Also wenn ich das zunehmen würde, was ich esse, dann, keine Ahnung, hätte ich locker 100 Kilo und so, habe ich jetzt nicht mal 50. Also ich bin weit unter 50. Ich bin näher an den 3, an den, ja, an der 40er Grenze bin ich ja eh. War nicht an den 30, die sind noch weiter weg. Aber ja, also ich bin echt dünn. So, wir brauchen irgendwie Auflösungslabor, hieß es mal. Und, ja, und das andere habe ich schon wieder vergessen. Auflösungslabor, ja. Und dieses Kubismus-Zimmer brauchen wir. Was erstmal das Auflösungslabor, was 4x4 ist. Also wir machen es einfach mal hier hin. 4x4. So, du kannst ja gleich stehen bleiben, weil wir haben eben ein bisschen zu kühl das Ganze eingestellt. So, einen Feuerlöscher, einen Desinfektionsspender. Ich dachte hier eine schöne Rosenstrauch, genau. Ja, auf jeden Fall, ich bin halt übelst gefräßig und das ist halt echt heftig inzwischen. Ach ja, es gibt keine Pandemien. Ja. Nein. Ja, mehr als Musik gibt's halt auch nicht mehr. Das ist halt richtig traurig. Dieses Spiel frustriert mich übrigens. Ja. Hängt's jetzt gerade irgendwo? Ja, eigentlich fehlt's hier in den Psychiatrien. Wir bauen noch eine Psychiatrie, komm. Falls da mal auch ein Notfall kommt, haben wir da auch gleich ein paar Zimmer für. So, perfekt. Stellen wir auch gleich einen ein. Okay, wir haben keinen. Wir hätten hier aber einen Chirurg. Komödie wird wahrscheinlich... Okay. So. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht jemanden auf Motivation hochboosten können. Wenn es einfach mal boosten, keine Ahnung. Vorbilden, Hausmeister. Hier einfach mal so einen normalen Hausmeister nehmen. Und dann wird hier einfach mal alles weitergebildet. Kurs starten. So. Hier ist das Nervigste, dass man halt immer warten muss, dass irgendeine Pandemie ausbricht und man alle impfen muss. Das ist das Anstrengende an diesem Krankenhaus. Aber ansonsten ist es ja recht chillig. Weil das mit den Hygienewerten, wir sind bei 93, das passt. Heilungsrate werden wir dann auch irgendwie schnell hochboosten. So. Wir brauchen, glaube ich, noch ein paar Diagnoseräume. Oh, er ist unzufrieden. Was haben wir denn dann noch? Pausenzimmer, Forschung, Marketing, Kaffee, Flüssigkeitsanalyse gibt's. Ja,
Ich würde es aber erstmal gerne eine Flüssigkeitsanalyse bauen, dass die Leute besser untersucht werden. Die wird aber auch gleich überlaufen sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich baue diesen Raum und ihn hat vorher keiner gebraucht und auf einmal braucht ihn jeder. Desinfektionsspender, ganz wichtig. Ich finde es halt traurig, dass man aus dem Coronavirus so eine große Sache macht, obwohl es eigentlich nicht so eine große Sache wäre. Und dadurch halt praktisch andere Sachen voll in den Hintergrund geraten und einfach die ganze Bevölkerung eingesperrt ist. Das finde ich halt einfach ein Witz. So, Pandemie. Ja, Lykantropie bildet 3 Mitarbeiter weiter. Da bin ich gerade dabei tatsächlich. So, dann machen wir mal auf Slow. Und suchen unsere... Hier, da wollte einer kommen. Deswegen sollte man da als Erste nachschauen. Denn sonst kommen die ein. Okay, da ist was gestorben. Das passiert mal. Stimmt, sind die doch alle da vorne. Ah, hier, ein Arzt ist sogar betroffen. Da hat was genießt. Da ist eine Mumie. Wir brauchen gleich einen Mumienraum. Also es ist schon stressig teilweise, dieses Spiel. Es ist schön, aber stressig. So, 3 Infizierte habe ich. Die Frage ist, wo? Da, die Mumie. Aber ich glaube, die Mumie geht immer so, aber du bist infiziert. Boah, da hat irgendwas genießt. 4 Infizierte, ihr seid doch bestimmt alle infiziert da hinten. So, einen haben wir noch. So, ich glaube, das ist irgendeiner hier hinten. So, hier haben wir wieder Dinge abgeschossen. Okay, 8 Ruf, perfekt. So, du bist das Hausmeisterchen. Perfekt. So, haben wir 9 von 45 geimpft. Das heißt, die fünffache Menge brauchen wir noch. Wie schön. So, und dann braucht ihr hier eindeutig eine Bank. Sonst heult ihr mir hier gleich rum, alle. So. Und dann noch einen, was habe ich schon gesagt? Mumien- und Kubismusraum brauche ich ganz dringend. Machen wir das erste Mal den Kubismusraum, Abrundungstherapie, genau, weil der müsste genau hier hinpassen, nämlich. Okay, wenn wir die Tür von den anderen Dings verschieben. Bearbeiten, da fliegt es gerade eh keiner rein. So. Perfekt, das Ding steht. Und dann brauchen wir hier noch eine Abrundungstherapie. So. Genau, das ist einfach diese Riesenmaschine da, die wo wir einfach da jetzt reinstellen und glücklich sind. Feuerlöscher. Ja, das sage ich, dafür brauchen wir eine Abrundungstherapie und da haben wir sie gleich gebaut. Den Mumienraum bauen wir auch gleich. Wir haben genügend... Boah, es hat dieses Dings hinter mir wieder gesprüht und es riecht alles wieder nach diesem Kleidgel. Das ist so furchtbar. Kauft euch niemals ein Kleidgel mit Guarana-Geruch. Es stinkt einfach nur. So, jetzt brauchen wir so einen Kryptoraum. Arztbeut machen wir mal wieder. So, du bist bestimmt fähig und nicht dreckig. So. Einen Mumienraum. Kryptologie. 4x4 ist das, oder? 4x3, okay. Dann kriegen wir da hinten noch was hin. So, einmal so einen kleinen Sarg. Ich möchte auch jetzt demnächst die ganzen Geräte hochleveln, dass die Heilungschancen höher sind. Okay, und wir brauchen wohl noch einen Assistenten. Ich werde mich gleich drum kümmern, Spiel. Bitte kill mich nicht, Spiel. Sie hören die Stimme von Sir Nigel Bickleworth, Ihrem Moderator und Ratgeber. Und dann noch ein Bild aufhängen. Angelegenheiten bei Radio 2Point. Und was für eine brillante Sendung Sie heute. Aber gut, dass wir schon mal Vorsicht geboten haben und direkt mal die Räume gebaut haben, weil sonst wäre es wieder stressig geworden. So, was haben wir hier? Kaiserkomplex, okay. Ja, komm.
Psychiatrien sehen, glaube ich, gerade leer aus. Ja, passt. So. Dann haben die ja gesagt, dass wir ein paar Assistenten brauchen. Kante ist herzhaft süß. Okay, hier passt. So, dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Tube und das bitte. Bis dahin. Tschüss.